Vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Zunächst darf ich mich sehr herzlich für die Einladung hierher bedanken. Ich nutze die Gelegenheit wirklich sehr gerne, Ihnen vom Verlauf der Geschehnisse um die beiden DFG-geförderten Projekte des Deutschen Exilarchivs, der Deutschen Nationalbibliothek, Exilpresse Digital und jüdische Periodika aus NS-Deutschland zu berichten. Nach den großen kulturpolitischen Fragen ist es jetzt sozusagen meine Aufgabe, Sie in die Niederungen der Projektarbeit zurückzuführen. Ich hoffe sehr, dass ich zumindest mit einem unserer Projekte, das möchte ich schon vorwegnehmen, beim nächsten Mal nicht mehr unter der Überschrift Zugang gescheitert auftreten muss, sondern vielleicht bei einer anderen Tagung unter der Überschrift Zugang wieder möglich auftreten kann. Die Bedingungen dafür werde ich Ihnen darstellen. Ich werde in drei Abschnitten vorgehen. Ich möchte Ihnen in einem ersten Teil unsere beiden Digitalisierungsprojekte kurz vorstellen. Worum ging es da? Was war jeweils der Projektgegenstand? Wie sind die Projekte entstanden? Welche Titel wurden warum digitalisiert? Warum von uns? Und wie war die Nutzung? In einem zweiten Teil möchte ich Ihnen dann erläutern, warum die Deutsche Nationalbibliothek sich entschlossen hat, die Angebote nur noch in den Lesesälen der Deutschen Nationalbibliothek anzubieten. Mit einem Blick auf die urheberrechtlichen Entwicklungen und den momentanen Stand will ich versuchen, mögliche Zukunftsszenarien zu zeichnen. Kurz, wie kann es mit den beiden Projekten weitergehen? Dies allerdings ganz deutlich unter dem Vorbehalt, dass es aktuell dazu noch keine Festlegungen gibt. Das erste Digitalisierungsprojekt Exilpresse Digital wurde von 1997 bis 2004 durchgeführt. Dass dieses Projekt vom Deutschen Exilarchiv beantragt und durchgeführt wurde, erklärt sich aus dem Zuschnitt unserer Sammlung und unserem Selbstverständnis, das ich ganz kurz vorstellen möchte. Das Deutsche Exilarchiv 1933 bis 1945 wurde schon 1949 an der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt am Main als Sondersammlung gegründet. Es war ursprünglich als Emigrationsbibliothek angelegt und hat sich im Lauf der Zeit weiterentwickelt zu einer Sammlung, die gedruckte und ungedruckte Zeugnisse, also Publikationen wie Akten von Exilorganisationen, aber auch persönliche Nachlässe der deutschsprachigen Emigration und des Exils der Jahre 33 bis 45 sammelt und erschließt. Eine wichtige Aufgabe des Exilarchivs besteht aber vor allem auch in der Vermittlungsarbeit. Das heißt darin, die Sammlungsschwerpunkte und die damit verbundenen Themen mit Ausstellungen, Publikationen, Veranstaltungen und eben auch über Digitalisierungsprojekte öffentlich zugänglich zu machen. Seit Gründungsbeginn hat das Exilarchiv auch Exilzeitschriften und Zeitungen in seine Bestände aufgenommen. Gerade die Periodika sind wichtige Quellen, die oft viel unmittelbarer als Buchveröffentlichungen Aufschluss geben können über die politischen und kulturellen Aktivitäten der Exilierten. Sie sind Quellen mit einem hohen Erkenntniswert für die Erforschung des deutschsprachigen Exils 33 bis 45, aber auch für vergleichende Forschungen, zum Beispiel für den Umgang mit heutigen Wanderungsbewegungen und Exilen. Etwa 450 Zeitschriften sind in diesem Zeitraum im europäischen Ausland und in Übersee erschienen. Und mit unserem Projekt Exilpresse Digital wollte das Deutsche Exilarchiv einen möglichst repräsentativen Überblick über die Exilpresse geben und besonders schwer zugängliche Periodika verfügbar machen. Bei der Auswahl der Titel wurde darauf geachtet, dass kulturpolitische und literarische, wissenschaftliche und politische Zeitschriften ausgewählt wurden, Veröffentlichungen aus der ersten Exilphase 33 bis 40 und auch aus der zweiten 40 bis 45 sowie unterschiedliche Exilländer als Erscheinungsorte berücksichtigt wurden. Und außerdem sollten es Zeitschriften sein, von denen eben kein Reprint vorliegt. Es wurden 30 Titel komplett digitalisiert, darunter zum Beispiel das 8 Uhr Abendblatt Shanghai, das andere Deutschland Buenos Aires, der Aufbau New York, den Sie ja jetzt zugänglich gemacht vom Leo Beck Institut auch wieder online nutzen können,
Der deutsche Schriftsteller, Paris, die freie deutsche Kultur, London, der neue Vorwärts, Karlsbad und Paris, das Reich, Saarbrücken, internationale Literatur, Moskau, um nur mit einigen Beispielen das Spektrum anzudeuten. Und die Erscheinungsorte, das werden Sie nachher sehen, sind durchaus von Relevanz. Am Beispiel der Wochenschrift Aufbau lässt sich vielleicht verdeutlichen, wie dicht die dort enthaltenen Informationen sind. In einem willkürlich ausgewählten Heft vom Mai 1940 finden Sie zum Beispiel Beiträge wie Palästina-Einwanderung, Rothschild-Bank aufgelöst, Lebensstandard und Immigration. Sie finden das Programm des German Jewish Club, Lebenshilfe mit Angaben zu Sprechstunden, zum Beispiel für Stellenvermittlung, Englisch, Vokabeltraining und eine Vielzahl von Anzeigen, zum Beispiel für Schiffskarten, Auswanderungsberatung, Rechtsanwälte, Stellenangebote und anderes mehr. Allein die Aufzählung macht, glaube ich, deutlich, dass dies herausragende Quellen sind. Über die Digitalisierung hinaus wurde mit der manuellen Erfassung von Metadaten, das heißt Verfasser, Titel, Zwischentitel, Bildunterschriften, zugleich eine inhaltliche Erschließung geboten, die über die Suche nach Stichwörtern hinausreichte. Für die Online-Präsentation der digitalisierten Zeitschriften wurde ein Navigationssystem geschaffen. Möglich war die Eingrenzung der Suche durch die Auswahl einer Zeitung, eines Jahrgangs, einer Ausgabe und der Seite, sowie die Suche nach Titel, Stichwort bzw. Autor, Illustrator, Übersetzer in ausgewählten oder in allen Zeitschriften. Über eine OCR-Erkennung wurde auch die Volltextsuche ermöglicht. Von der Trefferliste war der Klick zum Digitalisat möglich, auch der Download von Artikeln war möglich, Zugang und Downloadmöglichkeit waren kostenfrei. Auch der Bestandsschutz hat natürlich eine Rolle gespielt im Projekt. Gefährdete Originale, und die sind es häufig aus der Exilzeit, müssen nicht mehr in die Benutzung gegeben und können so geschont werden. Mussten, müsste ich eigentlich sagen. Das Projekt wurde von der DFG gefördert. Die Zugriffszahlen waren erfreulich. 2010 waren es zum Beispiel 670.000 geladene Images von knapp 26.000 einzelnen Benutzern. 2009 900.000 Images von knapp 26.500 Benutzern. Wir haben daraufhin ein zweites Projekt aufgesetzt, jüdische Periodika in NS-Deutschland. Auch dieses Digitalisierungsprojekt war ein DFG-Projekt, was von 2004 bis 2006 umgesetzt wurde. Zusätzlich zu den Exilzeitschriften hat das Deutsche Exilarchiv in Absprache mit dem Compact Memory Projekt eben weitere Zeitschriftentitel digitalisiert. Auch hier gibt es eine direkte Anbindung an die Sammlung. Das Exilarchiv hat von Beginn seiner Sammeltätigkeit an die in Deutschland, Österreich und in der Tschechoslowakei erschienenen Veröffentlichungen jüdischer Organisationen in seine Sammeltätigkeit einbezogen. Das umfasst natürlich die Buchproduktion, aber auch Zeitschriften. Die noch in NS-Deutschland erschienenen Zeitschriften stellen wie die Exilzeitschriften wertvolle Quellen dar. Und die Periodika, die wir für die Digitalisierung ausgewählt haben, sind meist solche mit Schwerpunkt zu Exil und Emigration. 25 Titel umfasste dieses zweite Projekt. Einige Beispiele: Arbeitsbericht des Zentralausschusses der deutschen Juden für Hilfe und Aufbau, die Zeitschrift Die jüdische Auswanderung, der Vortrupp sowie Nachrichten und Gemeindeblätter und Blätter des Jüdischen Kulturbundes. Auch diese Titel wurden, wie vorhin beschrieben, gescannt und über eine manuelle Erfassung von Metadaten erschlossen, und auch hier hat sich eine OCR-Erkennung angeschlossen. Auch hier waren die Zugriffszahlen wirklich erfreulich. 2010 waren es ca. 135.000 Images von 4.500 Benutzern. Man muss sich immer denken, wir sind in einem sehr kleinen Bereich. 2009 waren es 188.000 Images von 4.000 Benutzern und so weiter. Der Mehrwert durch die Digitalisierung und Erschließung liegt für beide Projekte natürlich zum einen in der weltweiten Zugänglichkeit dieser Quellen. Mit einem kostenfreien Online-Angebot erreichten wir eine breite Nutzerschicht. Nicht nur auf Exilforschung spezialisierte Wissenschaftler wurden erreicht, das ist unser üblicher Nutzerkreis, sondern zum Beispiel auch Pädagogen und Journalisten, aber auch Privatpersonen,
die zum Beispiel nach Spuren von Familienangehörigen suchten, wie uns Zuschriften immer wieder bestätigt haben. Durch die Erschließung sind außerdem wesentlich bessere Recherchemöglichkeiten gegeben, als dies in gedruckten Versionen der Fall ist. Diesen Mehrwert zumindest können wir hoffentlich bald wieder nutzbar machen, aber darauf komme ich noch zurück. Die Projekte Exilpresse Digital und Jüdische Periodika sind bis hierher eigentlich eine Erfolgsgeschichte. Uns haben viele positive Zuschriften erreicht, wir haben viel Lob für die Projekte erfahren und haben auch aus sehr guten Gründen damals diese Bestände digitalisiert, sie einer breiten Nutzerschicht zugänglich gemacht. Die Zugriffszahlen, das sagte ich, waren zufriedenstellend und das Projekt für das Deutsche Exilarchiv ein Vorzeigeprojekt, von dessen Sinnhaftigkeit wir nicht nur unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten sehr überzeugt waren. Muss man sich die Frage stellen, weshalb also der Entschluss, diese Angebote nur noch in den Lesesälen der Deutschen Nationalbibliothek bereitzustellen. In der Durchführungsphase der Projekte hatte man sich zwar über rechtliche Klärungen Gedanken gemacht, allerdings stand dieses Thema damals keineswegs so im Fokus wie heute. Das Internet half, und das gilt ja auch heute noch dabei, die Grenze der nur örtlichen Verfügbarkeit von Beständen zu überwinden, bei gleichzeitiger Schonung der Originalbestände. Eine Chance, die man genutzt hat. Was aber auf der einen Seite die Chancen sind und die Möglichkeiten, die die Online-Stellung der Digitalisate für den Nutzer brachte, berührte auf der anderen Seite die rechtlichen Bestimmungen. Und diese Seite hat sich immer weiter in den Fokus geschoben und auch in der Deutschen Nationalbibliothek zu einem Umdenken geführt. Keineswegs, und das ist mir wichtig zu betonen, in der Beurteilung der Relevanz der Zugänglichmachung solcher Bestände, davon sind wir nach wie vor überzeugt. Aber die Sensibilität im Umgang mit den Rechten der Urheber hat sich doch erheblich verändert. Sie hat sich auch dadurch verändert, weil immer mehr Kulturgut, wir haben es ja heute ausführlich schon gehört, online gestellt werden soll. Bei Werken, die nicht gemeinfrei sind, wird aber Rechtssicherheit verlangt. Wir werden immer wieder gefragt, ob wir denn verklagt worden seien und daraufhin die Angebote vom Netz genommen haben. Nein, kann ich ganz deutlich sagen, wir sind nicht verklagt worden. Es gab noch nicht einmal Beschwerden, das war nicht der Grund. Die Rechtslage gibt vor, dass die Nutzung eines Werkes nur mit Zustimmung des jeweiligen Urhebers zulässig ist. Die Digitalisierung und das Einstellen dieser Werke ins Internet erfordern daher eine Rechteklärung. Eine Klärung auf institutioneller Ebene, das heißt, bei Zeitungen und Zeitschriften auf der Ebene der Herausgeber, ist dabei nicht ausreichend. Das Recht am einzelnen Artikel liegt beim Autor. Das muss man sich bei einem Zeitschriften-Digitalisierungsprojekt, sollte man sich diesen Satz mal auf der Zunge zergehen lassen, aber es ist so. Sie alle kennen die Regel, dass vor dem Hintergrund des Urheberrechtsgesetzes Werke bis 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers geschützt sind. Das bedeutet für unsere Zeitschriften und Zeitungen, dass für jeden Artikel vor der Online-Stellung die Rechte zu klären sind. Um die Lage einmal einschätzen zu können, haben wir eine Auswertung vorgenommen, die Ihnen eine ungefähre Vorstellung von der Größenordnung einer korrekten Rechteklärung für diese Projekte geben kann. Im Projekt Exilpresse Digital wurden insgesamt 239.270 Artikel digitalisiert. Von diesen sind 168.347 nicht gezeichnet, 12.881 mit Pseudonym gezeichnet und 58.042 gezeichnet. Diese gezeichneten Artikel konnten wir zurückführen auf 13.158 Autoren. Das heißt, von mindestens 13.158 Autoren müssten die Rechte geklärt werden, um diese Artikel rechtssicher online stellen zu können. Zusätzlich müssten wir die mit Pseudonym gezeichneten Artikel in den Blick nehmen. Im Projekt Jüdische Periodika sind es insgesamt 34.320 Artikel, davon 22.531 ohne Zeichnung, 1.697 mit Pseudonym, 10.092 gezeichnete Artikel von insgesamt 3.335 Autoren.
Allein diese Zahlen zeigen, glaube ich, dass eine rechte Klärung aufgrund der Menge einfach nicht möglich ist. Und selbst wenn sie möglich gewesen wäre, hätte sie nicht zum Erfolg geführt, weil es ja bisher für verwaiste Werke gar keine Regelung gab. Ich werde im nun anschließenden dritten Teil keine rechtsverbindlichen Aussagen machen, sondern lediglich versuchen, eine Lageeinschätzung vorzutragen. Seit Abschaltung der beiden Projekte hofften wir auf eine Änderung der Rechtslage, die es uns erlaubt, zumindest einen Teil der digitalisierten Zeitungen und Zeitschriften rechtssicher wieder online zu stellen. Mit dem Gesetz zur Nutzung verwaister und vergriffener Werke und einer weiteren Änderung des Urheberrechtsgesetzes vom 01.10.2013 ist nun eine europäische Richtlinie zu den verwaisten Werken in nationales Recht umgesetzt worden. Darauf haben wir lange gewartet. In § 61 folgende des Urheberrechtsgesetzes ist eine Schrankenregelung für die Nutzung verwaister Werke eingeführt worden, die ab dem 1. Januar 2014 greifen wird. Diese berechtigt privilegierte Institutionen wie die Deutsche Nationalbibliothek, verwaiste Werke zu vervielfältigen, also insbesondere zu digitalisieren und öffentlich zugänglich zu machen, also ins Internet zu stellen. Jedoch bleibt es auch weiterhin bei einer Einzelfallregelung mit einer Rechteklärung im Wege der sorgfältigen Suche für jedes Objekt. Und jedes Objekt meint hier auch wieder für jeden Artikel. Darüber hinaus hat der deutsche Gesetzgeber eine weitere Regelung zur Nutzung vergriffener Werke in § 13d folgende des Urheberrechtswahrnehmungsgesetzes getroffen. Dabei sind nur Printwerke, die vor dem 1. Januar 1966 in Deutschland erst veröffentlicht wurden, umfasst. Es handelt sich hier um eine gesetzliche Fiktion. Die Verwertungsgesellschaften sind bis auf Widerruf mit der Wahrnehmung der Rechte, der Vervielfältigung und der öffentlichen Zugänglichmachung dieser vergriffenen Werke betraut. Es kann also ohne Rechteklärung eine allerdings kostenpflichtige Lizenz erworben werden, deren Tarife noch ausgehandelt werden. Das klingt zunächst mal ganz vielversprechend. Was bedeuten jetzt aber diese Regelungen konkret für unsere beiden Projekte? Ich werde ständig begrüßt, bald können Sie ja die Exilpresse digital und die jüdischen Periodika wieder online schalten. Ganz so ist es nicht. Privilegierten Institutionen, also öffentlich zugänglichen und im Gemeinwohl errichteten Institutionen, zum Beispiel Bibliotheken, Archiven und öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, soll es also ermöglicht werden, Werke, deren Rechtsinhaber auch durch eine sorgfältige Suche nicht festgestellt oder ausfindig gemacht werden kann, das heißt also verwaiste Werke, zu digitalisieren und online zu stellen. Und so sollen sie Eingang finden ins kulturelle Erbe. Über das kulturelle Erbe haben wir ja eben schon sehr viel gehört. Bisher hatten wir ja das Problem, dass man verwaiste Werke, wenn man diese klar als solche identifiziert hatte, gar nicht öffentlich zugänglich machen durften. Dieses Problem ist mit dem Gesetz nun gelöst. Aber von der Suche nach den Rechtsinhabern und der Dokumentation dieser Suche befreit uns das Gesetz natürlich nicht. Immer noch bestünde die Herausforderung für die genannte Masse an Artikeln, es waren 13.158 Autoren, die Rechte klären zu müssen. Erst dann dürften wir diese zugänglich machen und das ist einfach kaum zu leisten. Hinzu kommt, dass die Regelung für die verwaisten Werke nur von solchen Werken spricht, die im europäischen Exil, also in EU-Staaten, erst veröffentlicht wurden. Es erübrigt sich fast zu erwähnen, dass viele Exilzeitschriften aus bekannten Gründen im außereuropäischen Ausland erscheinen mussten. Für diese Werke, die in Nicht-EU-Staaten wie Schweiz oder außereuropäischen Ländern wie China, USA erst veröffentlicht wurden, ist die Rechtslage noch nicht abschließend gelöst. Momentan, zum jetzigen Zeitpunkt, können wir daher für die Exilpresse digital nur anbieten, die Recherche nach den Fundstellen wieder online zugänglich zu machen. Wir arbeiten daran, die Daten von der früheren Datenbank in das Portal der Deutschen Nationalbibliothek zu übernehmen. Die Suche nach Titel, Stichwort bzw. Autor, Illustrator, Übersetzer wäre danach wieder möglich. Extern würde die Fundstelle angezeigt
ohne Verlinkung auf das Digitalisat, in den Lesesälen der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig und Frankfurt wären die Digitalisate verlinkt. So könnten wir zumindest einen Teil der Projektergebnisse, nämlich die gesamte Erfassung der Metadaten, wieder zugänglich machen und uns erreichen tatsächlich viele Zuschriften, die sich zumindest diesen Schritt jetzt erhoffen. So wäre zumindest das wieder überörtlich nutzbar. Für das Projekt Jüdische Periodika aus NS-Deutschland zeichnet sich eine andere Lösung ab. Für vergriffene Werke besagt die Änderung des deutschen Gesetzgebers ja, dass die Rechte an Werken, die vor dem 1. Januar 1966 in Büchern, Fachzeitschriften, Zeitungen, Zeitschriften oder in anderen Schriften in Deutschland erst veröffentlicht wurden, die sich im Bestand von privilegierten Institutionen befinden und deren Vervielfältigung und die öffentliche Zugänglichmachung nicht gewerblichen Zwecken dient, diese dritten durch Verwertungsgesellschaften eingeräumt werden dürfen, auch wenn diese nicht mit der Wahrnehmung vom Rechtsinhaber beauftragt worden sind. Alle Bedingungen treffen auf die jüdischen Periodika aus NS-Deutschland zu. Sie sind vor 1966 in Deutschland erst veröffentlicht worden. Sie befinden sich im Bestand einer privilegierten Organisation. Vervielfältigung und öffentliche Zugänglichmachung dienen nicht gewerblichen Zwecken. Hier ist also Hoffnung. Für die jüdischen Periodika in NS-Deutschland bedeutet das, diese dürften wir wieder zugänglich machen. Wir müssten aber zunächst technische Lösungen finden, um der Forderung, die vergriffenen Werke, also die einzelnen Artikel, für das vorgesehene Register vergriffener Werke beim Deutschen Patent- und Markenamt zu melden. Denn für vergriffene Werke sieht die Änderung des Urheberwahrnehmungsgesetzes die Nutzung im Rahmen einer Lizenzvereinbarung mit einer Verwertungsgesellschaft ja vor. Da wir bei der Digitalisierung diese Daten alle erfasst haben, besteht hier tatsächlich Hoffnung, wir könnten diese Daten liefern. Intern arbeiten wir auch an solchen Lösungen. Für die Anwendung des Gesetzes muss allerdings noch die Art der Übermittlung der Daten an das Deutsche Patent- und Markenamt und eine Gebührenordnung für die Lizenzierung festgelegt werden. Es gilt also noch abzuwarten. Was haben wir nun also aus diesen Projekten Exilpresse Digital und Jüdische Periodika gelernt? Fangen wir mit dem Positiven an. Zunächst mal sind wir inhaltlich bestätigt worden, dass es sich bei den ausgewählten Titeln tatsächlich um Quellen von erheblicher Relevanz handeln muss, denn die Zugriffszahlen waren sehr gut und die Anzahl der Beschwerden nach Abschaltung sehr hoch. Wir mussten aber auch lernen, dass in Zeiten des Internets eine detaillierte Rechteklärung unerlässlich ist und dass eine Rechteklärung auf institutioneller Ebene, das heißt auf der Ebene der Herausgeber, absolut nicht ausreicht. Wir arbeiten dennoch weiter daran, die Themen Exil und Emigration stärker in die Gesellschaft zu tragen. Aktuell digitalisieren wir den gesamten Exil-Monographienbestand der Deutschen Nationalbibliothek. Das sind ca. 24.000 Exil-Monographien, die augenblicklich gescannt werden. Die Rechteklärung ist fester Bestandteil des Projektes. Gemeinfreie Werke werden weltweit über das Portal der DNB zur Verfügung gestellt. Werk für Werk wird darauf in einem standardisierten Verfahren überprüft. Hier ist aber ganz deutlich der Unterschied zu der Rechteklärung zu betonen, die für die Online-Stellung der Exilpresse notwendig wäre. Bei den Monographien wird in einem standardisierten Verfahren geschaut, ist das Werk gemeinfrei oder nicht. Wenn es es nicht ist, wird nicht an eine Rechteklärung eingestiegen. Nur gemeinfreie Werke werden also weltweit zugänglich gemacht. Bei der Exilpresse müssten wir ja wirklich die Rechteklärung in vielen Schritten verfolgen. Außerdem arbeiten wir momentan an der virtuellen Ausstellung und dem kooperativen Netzwerk Künste im Exil, das vom BKM gefördert wurde. Gemeinsam mit vielen anderen Einrichtungen sind ja Vertreter auch hier. Machen wir Inhalte, digitale Objekte in einer Ausstellung verfügbar und verlinken diese untereinander so, dass die vielfältigen, häufig parallelen, häufig ganz unterschiedlichen Aspekte von Exil und Emigration seit 1933 deutlich werden. Das Ausstellungskonzept macht sich die technischen Möglichkeiten des Internets zu eigen und verknüpft über kuratierte Galerien Objekte miteinander,
die von den unterschiedlichsten Orten stammen und unterschiedlichen Kunstsparten, Material- und Medientypen zuzuordnen sind. Das ist tatsächlich ein Mehrgewinn der Digitalisierung, wenn wir nochmal auf reales Buch und Digitalisat zurückkommen. Gezeigt werden Briefe, Dokumente, Fotografien, Objekte, Manuskripte, Kunstwerke, Audio- und Videoelemente sowie Publikationen. Auch in diesem Projekt ist die Rechteklärung fester Bestandteil und nach der ersten Projektphase am 18.09. wurden die ersten Module der Ausstellung freigeschaltet, können wir tatsächlich beurteilen, wie aufwendig die Rechteklärung ist. Dieses Projekt vorzustellen wäre ein eigener Vortrag. Sie können es sich anschauen, www.künste-im-exil.de. Abheben möchte ich aber bei diesem Thema darauf, dass hier im Gegensatz zu dem Verfahren bei den Exilmonographien Rechteklärung tatsächlich intensive Recherche bedeutet. Hier geht es nicht darum, nur die Gemeinfreiheit festzustellen, sondern darum, interessante Objekte und Dokumente durch intensive Recherchen rechtssicher online stellen zu können. Das ist ein sehr aufwendiges Unterfangen, das nur bedingt standardisierten Wegen folgen kann. Wir haben eben von Ressourcenproblemen gehört. Mit zunehmender Digitalisierung und Digitalisierungsprojekten muss das natürlich eine Forderung sein. Im Vorgriff auf die Sektion heute Nachmittag möchte ich auf einen Aspekt noch ganz kurz eingehen. Die Schrankenregelung zu den verwaisten Werken, die ich Ihnen vorhin vorgestellt habe, umfasst nicht erschienene Bestandteile leider nicht. Das heißt, für verwaistes, bisher nicht veröffentlichtes Archivmaterial hält das Gesetz keine Lösung bereit. Auch das haben wir vorhin schon gehört. In Forum, dem Fachmagazin des Bundesarchivs, war in der aktuellen Ausgabe gerade zu lesen, dass besonders die Fotosammlungen davon natürlich betroffen sind. Allein im Bundesarchiv, so heißt es dort, sind es ca. 3 Millionen Fotos. Aber natürlich gibt es auch unter den anderen Medientypen verwaiste Werke, für die eine Rechteklärung nicht herbeizuführen ist. Dies sei nur am Rande erwähnt, um darauf aufmerksam zu machen, dass es im Archivbereich, und dazu gehört unser Archiv mit seiner Sammlung von ungedruckten Zeugnissen der deutschsprachigen Emigration, noch großen Regelungsbedarf gibt, um auch dieses kulturelle Erbe zugänglich machen zu dürfen. Ein kurzes Fazit kann lauten: Wir hoffen, dass wir die Suche nach Fundstellen wieder möglich machen können, dass wir die jüdischen Periodika wieder online stellen können. Wir hoffen etwas leiser, dass wir auch für die Exilpresse digital noch pragmatische Lösungen finden werden und arbeiten so lange weiter an den genannten neuen Projekten, um Exilpublikationen und Dokumente kostenfrei einer breiten Nutzerschicht zugänglich zu machen. Vielen Dank.